Werte Festgäste, liebe Ordensgeschwister, liebe Kameradinnen und Kameraden, vor der Investitur erfolgt eine Erneuerung des CSMI-Offiziersversprechens. Offiziere, sprecht mir nach. Ich verspreche bei meiner Ehre. Ich verspreche bei meiner Ehre. Dass ich mein Bestes geben werde. Dass ich mein Bestes geben werde. Meine Pflichten gemäß den Grundsätzen. Meine Pflichten gemäß den Grundsätzen. Und dem Leitbild des CSMI. Und dem Leitbild des CSMI. Mit bestem Wissen und Gewissen. Mit bestem Wissen und Gewissen. Getreulich zu erfüllen. Getreulich zu erfüllen. Es segnet diese Insignien der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Im Namen des Korps St. Lazarus International und seiner Ehrenritterschaft begrüße ich alle Anwesenden sehr herzlich zu der nun folgenden Investitur. Alle Kandidaten, die heute Würden und Rang erhalten, wurden nach eingehender Prüfung vom Kapitel der Lazarus-Union Ehrenritterschaft in geheimer Abstimmung einstimmig für würdig befunden, mit dieser Investiturzeremonie auch öffentlich geehrt zu werden. Dear David, you have come before the chapter of the CSLI Knighthood of Honor, and by secret ballot you were unanimously deemed worthy to belong to our community as Knight of Honor. Come before us. I ask you, therefore, before the assembled congregation, do you, of your own free will, as Knight of Honor, want to belong to our community and accept your mission? Yes. Are you aware what it means to be a member of this community? Into our Knighthood of Honor, we wholeheartedly welcome you. Receive the insignia of your new dignity, the sword, the mantle, and the insignia of the Lazarus Union Knighthood of Honor. Receive now the outward sign of your new dignity. Always remember the character of the eight virtues of a knight, and may you be given the power to act on them. Through the power of the office entrusted to me, you are, with this symbolic accolade, from this moment a member of our Knighthood of Honor, and hereby I bid you friendly welcome to our circle. Do you, of your own free will, as Knight of Honor, want to belong to our community and accept our mission? Are you aware what it means to be a member of this community? Receive now the outward signs
of your new dignity. Always remember the character of the eight virtues of a knight, and may you have been given the power to act on them. Through the power of the office entrusted me, you are, with this symbolic accolade, from this moment a member of our Knighthood of Honor. And I hereby bid you fraternally welcome to our circle. Kapitel der CSLI Ehrenritterschaft einstimmig und in geheimer Abstimmung für würdig befunden worden, unserer Gemeinschaft als Ehrenritter anzugehören. Trete vor. Ich frage dich daher vor der versammelten Gemeinde, möchtest du aus freiem Willen als Ehrenritter unserer Gemeinschaft angehören und unser Leibgut anerkennen? Ich will es von ganzem Herzen. Bist du dir bewusst, was es bedeutet, ein Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein? Ja, das bin ich. So sei in unserer Ehrenritterschaft aus ganzem Herzen willkommen und empfange die Insignien deiner neuen Würde. Empfange nunmehr die äußeren Zeichen deiner neuen Würde, mögen dich diese Zeichen immer an die acht Tugenden eines Ritters erinnern und möge dir die Kraft gegeben werden, danach zu handeln. Kraft des mir übertragenen Amtes bist du mit diesem symbolischen Ritterschlag von diesem Augenblick an ein Mitglied unserer Ehrenritterschaft und ich heichle dich hiermit in unserem Kreis herzlich willkommen.